Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Ja, ich suche immer noch Areli, die hier irgendwo sein soll. Hier haben wir zwei Wachen, aber ich habe keinen Schimmer, wo die Gerechtigkeit. Areli, Arend, da ist sie ja. So, ich hatte nicht erwartet, den Nedavarin hier in Grampest anzutreffen. Königliche Wache beitreten. Ich bin schon mein ganzes Leben lang Mitglied der Königlichen Wache, wie auch meine Mutter und deren Mutter zuvor. Viele Jahre habe ich König Lethan gedient und nun werde ich König Helzer dienen. Lang lebe der König und lang lebe der Kaiser. Es geht mich natürlich nichts an, aber warum wollt ihr eine Wache werden? So wie ihr ausseht, seid ihr als Abenteurer doch ganz gut zurechtgekommen. Nach König Lethan erkundigen? Was ist mit ihm? Er war, was er war. Er war der König und mein edler Herr und ich habe ihm treu gedient. Helze. Es ist mir eine Ehre, König Helze und Königin Barentia zu dienen. Eure Verbindung zu Haus Klalu erwähnen. Was hat er? Ivulin Irano hat euch gesagt, dass ihr mich über eure Beziehung zum Haus Klalu unterrichten sollt und dass ihr Tinos Dedition nichts davon sagen sollt? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ihr seid ihr sicher, dass ihr euch nicht verhört habt? Er ist nicht gerade der Hellste. Mitunter redet er konfus. Ich würde mir darüber keine Gedanken machen. Sobald ich dazu komme, werde ich mit Ivolin Irano sprechen. Ich bin mir sicher, dass es ganz einfach ein Missverständnis ist. Tagebuch hat sich aktualisiert. Wie Ivolin Irano vorgeschlagen hat, sprach ich mit Aleri Aren über meine Verbindung zu den Hladu. Aleri Aren verhielt sich, als ob sie nicht wüsste, wovon er geredet hat. Vermutet, dass Ivolin Irano mir etwas erzählt hat, das er nicht hätte erzählen dürfen und dass Aleri Aren ihn deckt. Ich werde beobachtet. Ich kann es spüren. Ich dachte, ich werde beobachtet. Kaiser, König und Gerechtigkeit. Okay, dann gehen wir mal wieder zum Thronsaal. Empfangsbereich. Thronraum, genau. Und reden mal zuerst mit ihm. Ich bewahre das kaiserliche Gesetz und jetzt geht weiter. Okay, mit ihm nicht. Ja, Max, handelt es sich um eine offizielle Angelegenheit oder wollt ihr etwas anderes? Verräter unter den Waffen. Ihr habt also, wie Ivolin Irano vorgeschlagen hatte, mit Aleri Aren über eure Hlalu-Verbindung gesprochen. Und Aleri Aren tat so, als wüsste sie nichts davon. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht hat sie ihn gedeckt. Versucht, bessere Beweise für seinen Verrat zu finden. Vielleicht etwas Schriftlicheres? Ivolin Irano scheint der Schwachpunkt zu sein. Nehmt seine Besitztümer im Quartier der Wache im Augenschein. Seid vorsichtig, lasst euch nicht erwischen, oder ihr werdet wie ein gewöhnlicher Dieb behandelt. Die Neuen und das Kaiserreich. Wo geht's in die Quartiere nochmal? Nicht die Gemächer? Schauen wir mal. Quartiere der Wachen. Elvis Veranos Truhe. Alusanas Truhe. Die Radeni Veranos Truhe. Rusos Truhe. Milvela Dralens Truhe. Aleri Arens Truhe. Und Ivolin. Handgeschriebene Notiz. Handgeschriebene Notiz. Eine detaillierte Aufzeichnung aller Wachwechsel der vergangenen Wochen. Die Handschrift ist winzig und kaum lesbar. Es wimmelt nur so von Schreibfehlern. Drei der Namen sind immer richtig geschrieben. Milvela Dralen, Ivolin Irano und Aleri Aren. Die Wachzeiten, zu denen die drei als einzige Wachen im Thronsaal sind, sind doppelt unterstrichen. Reicht das? Ich wollte jetzt eigentlich... Da Zagu hat sich aktualisiert. Was steht denn da jetzt? In der Nähe einer Truhe, die Ivolin Irano gehört, fand ich eine handgeschriebene Abschrift des Dienstplans der Wachen der vergangenen Wochen. Die Handschrift ist winzig und kaum lesbar. Es wimmelt nur so von Schreibfehlern. Drei der Namen sind jedoch immer richtig geschrieben. Achso, das ist genau das, das gleiche wie vorhin. So. Die Neuen und das Kaiserreich. Verräter unter den Wachen. Das ist Ivolin Iranos Handschrift in der Notiz, die ihr gefunden habt.
Er schrieb auf, wann Dralen, Aren und Irano allein im Thronraum Wache halten. Glaube, ich werde den Wachplan ändern, um das zu vereiteln. Außerdem muss ich alle drei genau im Auge behalten. Sehr gute Arbeit, Max der Dritte. Ihr habt mir unumstößliche Beweise dafür erbracht, dass es Verräter unter den Wachen gibt. Und nun brauche ich eure Hilfe, um Beweise für eine Verschwörung zu finden, die die Chlalu-Adligen gegen König Helzer planen. Verräter unter den Wachen. Ihr habt mir eindeutige Beweise dafür gebracht, dass es Verräter unter den Wachen gibt. Nun müsst ihr mir helfen, denn, ja, okay, Beweise für eine Verschwörung. Die Chlalu-Anhänger des alten Königs haben die Thronbesteigung durch König Helzer nur zähneknirschend akzeptiert. Vielleicht glauben sie, dass ein anderer Kandidat, ein Chlalu-Kandidat etwa, ein besserer Herrscher wäre. Vielleicht haben sie Pläne, einer solchen Vorliebe Nachdruck zu verleihen. Falls ja, bezweifle ich allerdings, dass sie das offen aussprechen würden. Aber vielleicht solltet ihr Haus Kletern nach Urkunden, Tagebüchern oder anderen greifbaren Belegen für solche Pläne. Nach der Befestigung von Haus Kletern fragen? Ihr müsst euch mit dieser Sache befassen. Nur die Witwe des toten Königs Ravani Letern lebt noch in Haus Kletern. Könnten Wachen da sein. Vielleicht solltet ihr der Witwe euer Beileid aussprechen und euch bei der Gelegenheit umsehen. Ich werde mich darum kümmern. Gut, wenn ihr Beweise für eine Verschwörung findet, so bringt sie mir. Okay. Jetzt will ich hier irgendwie raus. Jetzt das Gemächer. Wo geht's raus? Unten wahrscheinlich, ja? Gramfeste, Stadt des Lichts, Stadt der... Ja, hier Eingangsbereich haben wir. Okay, wo hatten wir Haus Letern gefunden? Nicht, nein, der schon wieder. Einer von uns findet hier den Tod und ich werde es nicht sein. Göttergriff? Ich glaube, Göttergriff war das. Wo kann der nicht aufhören? Jetzt treffe ich den. Jetzt stecke ich ihn nur fest. Grabfeste, Stadt des Lichts. Ja, 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 jetzt seid ihr alle im Weg. Ihr habt euch mit dem falschen Bossbar angelegt. Alter, wie? Wieso, wieso ist er so übertrieben? Stark. Scheiß eben jetzt Krieger. Hin und wieder treffe ich den mal. Alter. Vor allem, der lädt auch sein Leben wieder auf. Was soll denn das? Ich sehe zu, dass ich von dem abhaue. Um den kümmern wir uns später irgendwann. Wenn wir in der Lage sind, gegen den auch zu, anzutreten. So, Haus Letern. Wo haben wir das? Leeres Haus. Haus Letern, okay. Also hier rechts von mir, da oben irgendwo. Was da hinten? Was ist Haus Letern? Ich würde sagen, wir speichern einmal, bevor wir reingehen. Ach, der schon wieder. Wollt ihr etwas von mir? Anril? Falls ihr gekommen seid, um euren Respekt zu erweisen, sprecht mit Ravani Letern, der Witwe des Königs. Todkönig Letern. Sie sieht euch abgewünscht an. Er war ein alter Mann. Alte Männer sterben. Und nun ist Helzer König. Lang lebe der König. So, ich stehe Donos, hier Rätchen. Rum und passe auf. Tod von König Dafür Letern. Bekomme ich mein Geld. Falls ihr gekommen seid, um Ordens... Ja, ja, okay. Er sieht euch mit einem unangenehmen Lächeln an. Der König ist tot. Lang lebe der König.
Wo ist die Witwe? Ist unten wahrscheinlich, ja? Tod, geh weg. Du bist im Weg, Tod. So. Da ist die. Lass mich allein in meinem Kummer. Überzeugen. Bewundern. Da geht's runter. Da geht's wieder hoch. 93. Tod von König Lethard. Man hat ihn umgebracht. Helzef und seine Spinnen. Jeder weiß es und niemand tut etwas. Gerechtigkeit des Kaiservolks. Ha. Die Gerechtigkeit des Kaiservolks kann mir gestohlen bleiben. Zuerst haben sie meinen Gatten ermordet und nun ist sein hinterhältiger Mörder König. Verfluche Helzef und die Seinen. Mögen sie schon morgen heulend sterben, nachdem sie ihre Kinder heute haben umkommen sehen. Schwören den Tod König Lethard zu rächen. Beileid aussprechen. Beileid aussprechen. Gesegnet sei eure ehrliche Seele. Nur wenige sind gekommen, um ihm Respekt zu zollen. Die Leute vergessen leicht ihre Freude, wenn sich der Wind droht. Ihre Freunde, okay. Wir müssen unser Leid erdulden. Das Haus Lethard nach Dokumenten, Tagebüchern oder anderen Schriftstücken, die als Handfestbeweise für eine Verschwörung der adligen Harlow dienen könnten, zu durchsuchen. Ich habe ja vorher gespeichert. Handgeschriebener Brief. Auf der Außenseite adressiert an meinen ehrenwerten Cousin Forven Berano. Möge dies schnellstens überbracht werden. Forven, ich kann dem nicht zustimmen. Ich bin nur ein einfacher Händler und habe kein Geschick im Umgang mit Waffen. Du bist Edelmann und konntest deine Fähigkeiten Zeit deines Lebens schulen. Obwohl das, muss ich sagen, du niemals ein Duell bestritten hast und wahrlich kein guter Lügner bist. Niemand kann Chlogga dem Blutigen seinen Willen absprechen. Das ist doch der, der unten im Dings war. Unfrieden und Ärger zu stiften. Aber er ist in seiner Vorgehensweise alles andere als subtil. Er scheint mir eher für eine Schlägerei in einer Taverne oder für ein Schlachtfeld geeignet zu sein, als für die Rolle eines Assassinen. Und wir können der dunklen Bruderschaft nicht trauen. Helzer steht ihr vor. Sie versprechen Diskretion, aber ihre Versprechen sind wertlos. Ich fürchte, wir müssen uns an die Morak Tong wenden. Ich bin deiner Meinung, sie werden es vermutlich ablehnen. Aber wenigstens kann man sich auf ihre Diskretion verlassen. Wenn wir letztendlich doch in unseren Reihen wählen müssen, so fürchte ich, dass die Wahl auf dich fallen muss. Und wir sollten schon einmal nach einem guten Vorwand suchen, mit dem wir dich in die Nähe von Helzert bekommen. Die mangelnde öffentliche Empörung nach dem Mord an Athin ist für mich eine Enttäuschung. Es überrascht mich aber nicht. Das Prinzip, nach dem alle zu handeln scheinen, heißt, vermeide jedes persönliche Risiko und akzeptiere Helzert. Das ist sehr kurzsichtig, aber verständlich. Ich habe allerdings bemerkt, dass der intelligente und eloquente Verfasser von Das gesprochene Wort mit unserer Sache sympathisiert. Er könnte vielleicht in der Lage sein, die öffentliche Meinung zu ändern. Wir sollten versuchen, diesen Burschen ausfindig zu machen und in unsere Reihen aufzunehmen. Dein ergebener Diener, Bedal Allen. Klaudert man? Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Wenigstens hat die gute Dame mich jetzt nicht angegriffen hier. Wir müssen unser Leid erdulden. So. Gibt's hier noch mehr Dokumente? Oder war jetzt zählt jetzt nur das? Ein Briefbund, der sich scheinbar um eine Verschwörung zur Ermordung König Helzers bezieht. Wenn Tinius der Lesende Handwerk haben möchte, sollte dieser Brief ausreichend sein. Achso, nur der Brief. Okay. Ihn muss ich irgendwie loswerden. Also dann gehen wir mal wieder dahin. Wenigstens. Ja. Genau. Und dann hier Königspalast. Schön
euch wiederzusehen. Quartiere der Waffen. Dienste des kaiserlichen Kults. Welche Tür waren da drin? Empfangsbereich. Die Gerechtigkeit schläft nie. Und der verfolgt uns überall hin. Punkt. Ich habe einen neuen Anhänger für euch gefunden. Seid gegrüßt, Sera. Beweise für eine Verschwörung. Dieser Brief, den ihr da gefunden habt, ist äußerst interessant. Corvin Berano, Flogger und Bedal Allen planen offensichtlich König Helzhaft zu ermorden. Das ist Verrat, auf den die Todesstrafe steht. Ich werde sofort Erlasse für ihre Hinrichtung aufstellen. Ihr würdet dem König einen großen Dienst erweisen, wenn ihr euch dieser Verräter annehmen würdet. Ich werde mich darum kümmern. Ausgezeichnet, kommt zu mir, wenn ihr die Verräter hingerichtet habt. Oh, königlicher Exekutionsbrief für alle drei. So, ich habe den Brief gegeben, den ich im Haus Letan gefunden habe. Er schloss daraus, dass Forven Berano, Logger und Bedal Allen sich verschworen haben, König Helzer zu ermorden. Er gab mir königlichen Erlass auf ihre Hinrichtung und bat mich, diese Verräter zu exekutieren. Ich erklärte mich einverstanden und werde ihm Bericht erstatten, wenn die drei Verräter tot sind. Forven Berano, wo finden wir den? Fangen wir mit dem an. Logger wissen wir, wo der ist. Wir müssen nach unten. Du solltest Heilung. Ja, ich weiß, ich sollte Heilung suchen. Tempo hoch. Ihr solltet euch einen leichteren Gegner suchen. Niemand nimmt es mit mir auf. Nicht, dass er jetzt drauf geht. Ist er tot? Er ist tot. Das ist ja viel zu einfach. Tod ist tot. Aber keine neue Aktualisierung. So. Wenn ich euch mit wenigen Worten. Ich glaube nicht, dass der hier ist, den ich suche. Tut mir leid. Ihr verdient es nicht zu leben. So, ich konnte jetzt seinen Namen nicht lesen. Forven Berano, da haben wir ihn. Beweis für eine Verschwörung. Forven Berano zurückweisen und hinrichten. Forven Berano warnen und fliehen lassen. Den Göttern sei Dank. Segnung der Neuen. Von allem Siege und wem sonst immer. Den Göttern sei Dank. Ich konnte eine Markierung setzen. Ich werde sofort verschwunden sein. Und ich verspreche euch, dass ich eure Gnade nicht enttäuschen werde. Okay, wen noch? Ich habe vorhin Berano gewarnt, dass Tinius Delician Beweis für seine Verschwörung hat und dass ein Erlass für seine Exekution ausgegeben wird. Corvin Berano dankte mir und brachte sich mit einer Almsivi-Intervention in Sicherheit. Nun werde ich Delician davon überzeugen müssen, dass jemand im Palast Corvin Berano gewarnt und ihm bei seiner Flucht geholfen haben muss. Okay, warte mal. Dann Flogger und Bedal Allen. Flogger wissen wir, dass da unten ist. Bedal Allen? Keine Ahnung. Müssen wir auch noch finden. Warte mal, war er nicht Bedal Allen? Seht euch diesen Govali Rahn. Ist es hier nicht Govali großartig? Nee, das ist jemand anders. Ah, aber okay, warte mal. Das waren dann die Leute, die auf irgendwas gewartet haben und mit mir nicht sprechen wollten. Akrobatik auf 72, perfekt. Gab es hier nicht noch jemanden? In dem Bereich wahrscheinlich eher nicht. Alter, wie...
Sein Leben ist auch schon wieder toll. Der geht mir so auf den Sack. Der Typ. So. Hier hatte doch auch irgendwo irgendwer gewartet. Und wollte nicht mit uns reden. Ich glaube, er war das. Hallo, was gibt es Neues? Gut getroffen, mein Freund. Ihr seid kein bekanntes Gesicht. Neuen Grand ist nicht wahr? Er ist es aber nicht. Das ist jetzt... Man wird euch an euren Worten messen, Sera. War nicht hier noch jemand? Vielleicht auf der anderen Seite? Irgendjemand wollte mit uns nicht reden und jetzt könnten wir mit dem reden. Ich glaube, das sehe ich schon ein. Oder es hat eine Waffe. Entschuldigt mich bitte. Nee, Sulin Salandris? Marina Gönne? War es vielleicht einer von den Händlern? Ich hoffe, ihr fasst euch kurz, Sera. Bedal Ahlen. Wer ist Bedal Ahlen? Wollt ihr mich etwas fragen, Sera? Bedal Ahlen. Kommt gerne wieder. Ihr findet mich hier. Ich muss sagen, eure Gesellschaft gefällt. Mögen alle nur Gutes über euch sagen. War das Reyes? Hallo, was gibt es Neues? Ich glaube, hier finde ich den nicht. So, drin dies. Hier vielleicht irgendwo noch einer. Ein ganz normaler Dunkelelf. Der nackte Nord da hinten, den lassen wir. Der ist es ja nicht. Tor von Graufeste. Und schade, dass es hier kein Umland gibt. Also keins gemacht wurde. So, Gittergriff. Hier könnte einer sein. Wer könnte es sein? Müssen wir wirklich suchen noch. Wie hieß sie? Zeigt Respekt, Sarane. Sera. Da ist jemand. Ihr sucht das Elanande. Abenteuer, nicht wahr? Wo müsste ich suchen? Warte mal, vielleicht können wir auch gucken. Aus Lethan, da gehen wir nicht nochmal raus. Sadri. Leeres Haus. Haus Andoren. Ignatius Flaccus Haus. Gion Aulunius Haus. Haus Velas. Der geflügelte Guar. Halle der Handwerker. Artefakt Museum. Hier kann. Vielleicht im geflügelten Guar könnte es sein. Schreitet im Lichte von Grafen. Ich halte euch das mal. Kommt gerne wieder. Mein Name ist Seeles, mein Spiel, das der Bursche. Womit habe ich denn diese Ehre verdient? Mein Name ist Seeles, mein Spiel, das der Bursche. Das Muschelspiel habe ich eher weniger Lust. Nicht unangenehme Überraschung. Ja. Bitte fahrt fort.
keine Ahnung, wo ich suchen muss. Schreitet im Lichte von Gramfeste, Sera. Flogger, könnte ich fragen. Warte mal, dann kann ich hier auch bestimmt... Bedal Allen. Er ist ein Bücherwurm. Versucht es bei einem Buchhändler. Da würde ich jedoch, würde ich jedenfalls nachsehen. Ah, okay. Also zu den Buchhändlern. Das war jetzt nicht das, wo ich hin wollte eigentlich. Also wieder zurück dahin, zum Händlern. Und 27 tragen wir mit uns, okay. So, wo haben wir den Buchhändler? Schneider, Handleier, Händler, Buchhändler da. Also da gehen wir jetzt rein und fragen da mal nach. Vielleicht finden wir den da. Oder ist er das? Nein? Unser Gespräch bleibt. Sanaso Sarutran. So. Ich? Ah, Bedal Allen. Nichts. Ich mache gar nichts. Seht ihr? Aber ich verstehe nicht. Stimmt etwas nicht? Beweise für eine Verschwörung. Ach du meine Güte, ich wusste, dass das passieren würde. Bitte hab Gnade mit mir. Zurückweisen und hinrichten, Bedal Allen warnen und fliehen lassen. Ihr habt euch als Ehrenwärter an Nord erwiesen. Ich danke euch. Ich werde Gramfest sofort verlassen. Und eher sterbe ich, als dass ich den Großmut vergesse, den ihr mir erwiesen habt. Und nun, wenn ihr mich entschuldigt, ich denke, eine Almsiebe-Intervention wird mich rasch außer Gefecht bringen. Außer Gefahr bringen. Ich habe Bedal Allen gewarnt, dass Tinio Delition Beweise für eine Verschwörung hat und dass ein Erlass für seine Exekution ausgegeben wurde. Bedal Allen bedankte sich bei mir und teleportierte sich in Sicherheit. Nun werde ich Delition davon überzeugen müssen, dass jemand im Palast Bedal Allen gewarnt und ihm bei seiner Flucht geholfen haben muss. Okay. Das heißt jetzt nur noch Hrogar bei den Orks finden. Achso. Was sind ihr? Kann ich immer noch nicht machen. Okay. Lebt wohl. Hier sind keine Untoten. Waren die nicht normalerweise hier? Da sind sie. Achso, ich kann hier wieder rasten. So, bist geheilt. Okay, Geister und Lichts kommen jetzt. Warte mal, wir können das hier mal benutzen. Fände ich besser. Autsch. Komm, triff den doch. Autsch. Nieder mit dem Licht. Schütze muss voll werden. Ich
krass, dass hier eigentlich so oft ein Licht vorkommt, aber auch wie schwach die hier sind eigentlich. Das ist nicht der Weg, den ich wollte. Gab es da noch einen anderen Weg? Ich glaube hier, genau, hier entlang. Alter! Ah, jetzt kommen die alle. Das habe ich vergessen. Erstmal der schnelle Piech hier loswerden. Ich glaube, ich habe gleich keine Muni mehr. Ach nee. Toll. Habe ich super eingefädelt. Toll, jetzt habe ich nicht hingeguckt. So, der Durchzug muss jetzt drauf gehen. Als erstes bitte. Ja. Toll. Aber ey, wir können den Schützen so skillen. Haben wir den auch bald auf 100. Irgendwann. Oh, einen haben wir schon gekillt von denen, okay. Diese treffe ich gar nicht. Noch Bolzen? Silberbolzen habe ich noch. So, komm. Ach komm schon. So. Gar nicht. Okay, Geist haben wir erledigt. So. Ich glaube, ich muss gleich wirklich auf den Bogen wechseln, weil ich gleich keine Silberbolzen mehr habe. Und gar keine Bolzen mehr. Autsch. Ach komm schon. Jetzt habe ich wirklich nichts mehr. Ich gar keine Bolzen mehr. Eisenpfeile hätte ich noch. Ne, ich habe gar keine. So. Die Muni ist auch bald weg. Eure Waffe hat keine Wirkung. Wie, die hat gar keine Wirkung. Auf die Viecher oder was.
Das ist ja beschissen. Okay, dann muss ich darauf wieder zurückgehen. Hä? Treffen ist auf Null oder was? Ich treffe gar nichts, wirklich. Okay, was ist jetzt gerade los, dass ich gar nicht treffe? Okay. Hatte länger gedauert als geplant. So, 11 Stunden nochmal gewartet. Und Königspalast Keller, Westkanäle, wo war Dings nochmal? Ich glaube hier oben. Hier oben irgendwo. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!